Bei meinem letzten Vortrag an einem Gymnasium hier in Frankfurt wurde ich im Anschluss wieder von Schülerinnen und Schülern angesprochen. Bei mir läuft es immer so, wenn ich einen Vortrag halte, halte ich erstmal den ganzen Inhalt, erzähle meine Geschichte und gebe den Schülerinnen und Schülern im Anschluss dann immer noch Zeit, 10 bis 15 Minuten, damit die mir ihre persönlichen Fragen stellen können oder ihre allgemeinen Fragen stellen können. Meistens ist es leider so, dass die sich nicht trauen. Und es ist irgendwo auch verständlich, es ist ein sehr sensibles Thema. Ich halte ja Vorträge über Party-Lifestyle und Alkohol. Und da kann ich es verstehen, wenn man sich nicht traut, Fragen im Plenum zu stellen. Und dann ist es meistens so, wenn ich den Vortrag beende, kommen die im Anschluss auf mich zu vor der Bühne und sprechen mich dann auch direkt persönlich an. Und dann diskutieren wir oder unterhalten uns auch über gewisse Sachen, über gewisse Probleme und die meisten Fragen, die dann immer gestellt werden, sind dann so Sachen wie eine Regelmäßigkeit entsteht jetzt im jungen Alter. Der Grund, warum ich mich dazu spontan heute entschieden habe, dieses Video zu machen, ist, dass in dieser ganzen Menge ein Junge auf mich zukam, 18, 19 Jahre alt circa, und die meisten haben ihn schon gekannt und haben dann schon so komisch angefangen zu grinsen und meint so, ach ja, der und der ist es. Und da habe ich ganz, ganz schnell gemerkt, dass es so der bekannteste der Schule und wofür er bekannt ist. Mir wäre es peinlich, aber für ihn war es anscheinend, er hat sich ziemlich, ziemlich cool gefühlt. Und er ist natürlich, liegt ja auf der Hand, dafür bekannt, viel Alkohol zu trinken und natürlich auch oft, also so nach dem Motto so, ja, der lebt ja diesen Party-Lifestyle, geht jedes Wochenende feiern und trinkt halt auch regelmäßig und schießt sich am Wochenende immer ab und hat dann Montag, Dienstag natürlich die coolsten Geschichten in der Schule zu erzählen. Dieser junge Mann kam dann auf mich zu und dann habe ich mich auch mit ihm unterhalten und hat dann auch direkt gesagt, hey, Herr Afawi, war ja ein richtig geiler Vortrag. Die ganzen Sachen, was die Medien anbelangt, die Werbung für Alkohol und allein, wie Sie das beschrieben haben mit dem Design, wie der Alkohol mittlerweile, wie die Verpackung designt wird, dass es Jugendliche auch anspricht und alles Mögliche und dass es mittlerweile ein bisschen unauffälliger geworden ist. Darüber hat er sich auch noch nie Gedanken gemacht und fand er auf jeden Fall ziemlich informativ. Also er fand den Vortrag an sich richtig geil. Und im Umkehrschluss haben wir uns dann über Alkoholprobleme unterhalten, wie die überhaupt entstehen. Und er hat ganz offen mit mir gesprochen und als wir dann auf das Thema Alkoholproblem gekommen sind, hat er mir ganz klar gesagt, nein, er macht sich gar keine Sorgen über die Zukunft. Und da war für mich so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, das könnte ja wirklich ein Problem sein, weil er ist sich seiner Situation überhaupt nicht bewusst. Und dann habe ich ihn gefragt, wie es dazu kommt, dass er sich absolut keine Sorgen macht wegen dem Party-Lifestyle und alles Mögliche. Und da meinte er zu mir, dass wenn der Ernst des Lebens anfängt und er erwachsen ist, es sowieso dann von alleine aufhört. Da habe ich ihn ganz schnell unterbrochen und habe ihn dann eines Besseren belehrt natürlich. Und die Sache ist jetzt, was hat er sich dabei gedacht? Oder was denkst du dir jetzt dabei? Regelmäßig Party, regelmäßig feiern, regelmäßig trinken, habe ich persönlich auch gemacht. Ich war sehr viel feiern. Ich habe auch sehr oft Alkohol getrunken, in der Disco, außerhalb der Disco, beim Grillen mit Freunden und alles Mögliche. Mal mehr, mal weniger. Der normale, gewöhnliche Alkoholkonsum von Jugendlichen halt. Und man merkt ja dann nicht, wenn man das mal macht, man fängt ja mit 15, 16, 17, die einen früher, die anderen später an. Man merkt ja nicht, wann mache ich das regelmäßig, wann nicht. Es fängt ja meistens an. Man trinkt zu einem Schulabschluss, zu einer gewissen Geburtstagsfeier oder die große Party des Jahres. Man trinkt nur zu den wichtigsten großen Anlässen und merkt dann nicht, wie sich das dann dahingehend entwickelt, dass man das dann am Wochenende immer wieder vermisst, wenn man es nicht macht. Das bedeutet, wenn am Wochenende nichts los ist, dann langweile ich mich ganz schnell und irgendwann trifft sich das Ganze und schließt sich quasi der Kreis. Und dann werde ich quasi von dem Trinker, der nur an besonderen Anlässen getrunken hat, zu ich gehe jedes Wochenende Disco feiern und trinke jedes Wochenende. Und wenn dann der Streit, sage ich, der Stress auch wächst, gerade beim Studieren oder wenn jemand eine Ausbildung macht und sehr viel arbeitet unter der Woche, dann vermisst man das jedes Wochenende, weil man entwickelt sich dann wirklich dahin. Man entwickelt sich in diese Richtung, dass man dann irgendwann merkt, man kann mit Alkohol quasi die Langeweile bekämpfen. Und dieser junge Mann ist momentan mittendrin statt nur dabei. Und da habe ich ihm dann auch gesagt, was glaubst du eigentlich, dass es von alleine aufhört? Erklär mir mal diesen Satz, dass es von alleine aufhört. Was erwartest du?
Denkst du allen Ernstes, dass du eines Tages aufwachen wirst? Nehmen wir mal an, du bist 30, du wachst auf und dann kommt dir irgendwie im Traum die Eingebung oder vom Himmel oder keine Ahnung was, wie man darauf kommen könnte, dass du dir dann denkst, ja, heute ist dieser Tag, an dem ich aufhören sollte, so viel feiern zu gehen und so regelmäßig Alkohol zu trinken. Bis heute habe ich keinen Schaden davon getragen und wenn ich jetzt aufhöre, werde ich in Zukunft auch keinen Schaden davon tragen. Also ist heute der perfekte Zeitpunkt, um aufzuhören. Dieser Tag wird nicht kommen. Und es gibt so einen Tag, der kommen kann, aber der sieht dann ganz bestimmt nicht so aus. Wie dieser Tag aussieht, kann ich dir ganz klar sagen. Wenn du eines Morgens im Krankenhaus aufwachst und merkst, okay, ich habe gestern mein Auto gegen einen Baum geklatscht und weiß nicht mehr, was passiert ist. Oder wenn du irgendwo auf der Straße landest, am nächsten Tag aufwachst und vergisst, wow, wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Wenn irgendwelche schlimmen Sachen passieren und man dann aufwacht, ist es meistens zu spät. Und erst dann erkennt man an, ah, okay, jetzt war es wirklich, ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn ich nicht getrunken hätte. Also, das war wirklich der Alkohol. Das war der Alkohol. Aber wie kommt man überhaupt dahin? Da habe ich mich mehr mit diesem jungen Mann befasst und habe auch gemerkt, dass das bei ihm so tief drin verankert ist, dass auf jeden Fall alles ein Happy End haben muss. Alles hat ein Happy End und ja, Alkoholproblem, das ist auch ein großes Problem. Nicht nur bei ihm, was ich jetzt ganz oft sehe, bei meinen ganzen Vorträgen, fast alle Jugendliche und Mädels wie die Jungs verbinden alle Alkoholprobleme mit einem 40, 50-jährigen gescheiterten Mann oder mit einer 40, 50-jährigen gescheiterten Mutter, alleinerziehend, die irgendwie ihr Job verloren haben, das Haus ist abgebrannt und jetzt sitzen sie in irgendeiner Zwei-Zimmer-Wohnung im Dunkeln und saufen und nur die haben ein Alkoholproblem. Weil die haben ja dann auch andere Probleme und versuchen die mit dem Alkohol zu lösen. Es gibt genauso gut 17-, 18-, 19-Jährige, die ein Alkoholproblem haben, wie Ältere, die wir eben beschrieben haben. Das bedeutet, darauf reduzieren kann man es nicht. Und sich darauf zurücklehnen und sagen, das wird sich irgendwie von alleine klären, das soll man auch nicht. Und den Alkohol verbieten, dafür bin ich auch nicht da. Ich stehe nicht dafür, dass man den Alkohol verbieten sollte und jetzt jeden dazu zwingen sollte, du darfst keinen mit einem erhobenen Finger, du sollst und kein Alkohol mehr trinken und darfst kein Alkohol mehr trinken. Ich bin kein Freund der Verbote. Und die meisten Eltern denken auch oft, dass man den Alkohol seinen Kindern verbieten kann. Den Alkohol kann man nicht verbieten. Überhaupt nicht. Man soll da anfangen und ansetzen, wo das Problem beginnt. Und das Problem beginnt leider Gottes sehr, sehr, sehr früh. Und wir dürfen uns nicht darauf fixieren, wann ich den ersten Schluck Alkohol genommen habe, sondern wann ich das erste Mal visuell mit Alkohol in Kontakt getreten bin. Weil nur dann kann ich ein Interesse an Alkohol entwickeln. Und wann ist das? Die meisten denken, dass es im Alter ist, wenn man frühestens mit 13, 14, 15. Und das ist leider, leider, leider nicht so. Und hier muss ich auch leider sagen, dass die meisten Eltern da auch vieles übersehen haben, was man denen jetzt nicht, ich sag mal, böse anprangern darf. Man macht das ja nicht mit Absicht, aber hier kommt das ins Spiel, wo die meisten sagen, ja, was erzählst du denn da? Das wissen wir doch alles selbst und es ist ja nichts Neues, was du erzählst. Natürlich, Fernsehen, Werbung, Serien, Cartoons. Ich wiederhole es nochmal, Cartoons. Da fängt es an, im Fernsehen. Und die meisten sagen dann immer, ja, aber das mit Medien und sowas, das wissen wir ja doch schon alle schon länger, dass da sehr viel manipuliert wird und alles Mögliche. Und ich sage auch, dass wir nicht komplett die Schuld auf die Medien schieben sollten. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, damit auseinandersetzen. Also nochmal zurück zur Frage, wann fängt es an? Da stelle ich mal ein ganz einfaches Beispiel in den Raum. Wer von euch kennt Duffman von den Simpsons? Das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Duffman von den Simpsons ist eine Figur, die ein Maskottchen der Biermarke Duff darstellt. Das ist das Maskottchen. Und wie wird dieses Maskottchen dargestellt? Also dieses Symbol für diese Biermarke. Homer Simpsons säuft ja, trinkt ja gerne Bier, ganz viel Duff-Bier.
Und das Maskottchen, das quasi für diese Biermarke steht, wird dargestellt als Superheld mit einem schönen Umhang, immer schön lächeln, Sonnenbrille, richtig gut gebaut, als hätte er sich Anabol gespritzt. Also sieht aus wie der Terminator. Und das stellt dann quasi diese Alkoholmarke Duff Bier dar, also als was Gutes, als ein Held. Und wenn die Kinder sich das angucken, also jeder kann sich ja selbst fragen. Die Frage kann ich nicht für alle beantworten. Ich weiß nicht, wann sich ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen das allererste Mal Simpsons anguckt und ein Interesse dafür entwickelt. Aber da kann man schon sehen, da fängt es ja an. Da werden die das erste Mal visuell mit Alkohol konfrontiert. So, da werden sie visuell mit Alkohol konfrontiert. Im reellen Leben wissen die irgendwann oder kriegen es irgendwann mit, dass Alkohol was Verbotenes ist. Und wir wissen ganz genau, dass die Kinder für das, was verboten wird, ein großes Interesse entwickeln. Alles, was verboten ist, ist interessant. Die wollen wissen, was ist das? Und das Ganze entwickelt sich ja Stück für Stück weiter. Wenn ich dann 13, 14, 15 bin, habe ich vielleicht keinen Bock mehr auf Simpsons oder ein anderes Kinderfilm, wie es früher genannt wurde. Ja, Kinderfilm, wo die Alkohol zeigen und zeigen, dass Alkohol ein Superheld ist. Meinen kleinen Kindern zeigen die das. Wahnsinn. Dann will ich vielleicht Serien gucken, die sich Erwachsene angucken. Dann fällt mir jetzt ganz spontan aus dem Stegreif Penny ein. Penny von The Big Bang Theory. Eine super Schauspielerin, Topmodel, Traumfrau für jeden Typen. Sie sieht einfach nur richtig heiß aus und spielt ihre Rolle richtig, richtig gut. Sie ist Schauspielerin, dafür verdient die ihre Kohle. Aber was für eine Rolle spielt sie? Eine hübsche, keine Ahnung, wie alt die da sein soll, 25, 26-Jährige, die bei jedem kleinen Problem zur Flasche greift. Sie trinkt dann meistens auch aus der Flasche den Alkohol. So richtig cool. Die spielt eine richtig coole Rolle. Das bringt sie übrigens auch sehr, sehr gut rüber. Und was macht das dann eigentlich für einen Sinn? Was soll das eigentlich zeigen nach außen hin? Was soll sie zeigen? Sie spielt ihre Rolle. Sie spielt überhaupt in dieser ganzen Serie eigentlich die coolste Person von allen. Die ist ja da mit Nerds, das sind alles richtige Trottel und die ist so die coolste, die Plan vom Leben hat, Plan vom realistischen Leben, ja, die bei jedem Problem zur Flasche greift. Das bedeutet, die 13, 14, 15-Jährigen, die langsam erwachsen werden wollen, nicht mehr Cartoons, die gucken sich dann solche Serien an. Oder vielleicht fängt es auch ein bisschen später an. Ich weiß es nicht, mit was für einem Alter man sich heute diese Serien anguckt. Das Mädchen guckt sich das dann an und denkt sich, wow, ich will genauso cool sein wie die. Und man ahmt ja sehr vieles nach, was man im Fernsehen sieht. Ich meine, als ich klein war, habe ich immer diese Bruce Lee-Filme geguckt und anschließend immer geguckt und versucht, mit meinem Bruder auch zu kämpfen und irgendwelche Tigerkralle und die Technik der Schlange nachzumachen. Und kann sein, dass ich mir dann auch ein Stück weit so gefühlt habe wie Bruce Lee. Es war ja euphorisch, ein richtig schönes Gefühl. Und wenn eine 13-, 14-Jährige das dann in so einer Serie sieht und das auch nachahmen möchte, indem sie die Flasche quasi nimmt und trinkt. Vielleicht hat sie dann dasselbe Gefühl und fühlt sich dann auch erwachsen, ohne es zu merken. Und ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Wie sich das dann weiterentwickelt, können wir uns ausmalen, kann man sich ja schon denken. Es entwickelt sich dann auf jeden Fall in diese eine spezielle Richtung. Und dann fragt man sich oder frage ich mich, wenn es in so einem jungen Alter schon anfängt, dass man in Kontakt mit Alkohol tritt, visuell, dann ist der Schritt zum ersten Schluck, bis man es probiert hat, nicht weit. Und ist auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Nur wie weit voran wird das Ganze denn schreiten oder wie krass wird sich das dann noch entwickeln, ist dann die große Frage. Weil wenn ich dann einmal angefangen habe, mit 14, 15, 16 zu trinken, kann man sich ja selber mal die Frage stellen, wird es mit der Zeit weniger oder eher mehr? Wenn ich sehe, dass aus der 9. Klasse ein Mädchen zu mir kommt und sagt, ja, an Fasching, nee, da haben mir meine Eltern erlaubt, dass ich auf jeden Fall mal ein Bier oder zwei trinken darf am Wochenende und das ist auch gar kein Problem und bei Fasching dann auch vielleicht drei oder so, aber es bleibt halt alles in einem bestimmten Rahmen. Gut, die Eltern haben dir das erlaubt, sie vertrauen dir. Aber was denken die Eltern sich in dem Moment? Die erlauben ihr dieses Jahr, dass sie ein Bier am Wochenende trinken darf, wenn sie mit Freunden unterwegs ist. Und dann wird es bei diesem Bier bleiben oder wird es in Zukunft mehr? Also ich glaube, es wird definitiv
mehr, umso mehr man die Wirkung vom Alkohol kennenlernt. Und da gilt es natürlich dann auch einzuschreiten und Aufklärung zu betreiben. Aufklärung zu betreiben, dass Alkohol gut funktioniert, wissen wir alle, wenn die Jüngeren dann auch irgendwann herausfinden, dass es Spaß macht. Aber man muss dann durch Aufklärung dagegen arbeiten und ihnen zeigen, okay, das wird dir quasi im Fernsehen gezeigt, das ist Realität. Der Typ mit seiner Yacht und dem teuersten Sekt und den besten Frauen, ja, und den geilsten Anzug mit dem Lamborghini, der säuft jeden Tag und hat diesen Party-Lifestyle. Und schau dir jetzt, keine Ahnung, den Nachbar Hannes, was weiß ich, was Meier ein, an, der jeden Tag stinkt und keine Ahnung was und seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Und das ist Realität. Dahin kann es sich entwickeln, wenn du unbedenklich einfach nur von Woche zu Woche, jedes Wochenende, mit Anlass, ohne Anlass, ist egal was, Hauptsache Alkohol, Alkohol, Alkohol. Weil dann entwickelt sich das in diese eine Richtung, dass man irgendwann ein Wochenende ohne Alkohol nicht mehr verbringen möchte, weil man sich zu Tode langweilt und der Alkohol vernichtet diese Langeweile halt einfach zu gut. Und dann merkt man es nicht und fällt dann ruckzuck in diese Regelmäßigkeit. Und wie ich es bereits erwähnte, am Anfang ist es noch spektakulär, der Alkohol, unregelmäßig, nur zu gegebenen Anlässen. Und dann entwickelt sich das irgendwann zur unspektakulären Regelmäßigkeit, dass ich das einfach nur noch jedes Wochenende brauche. Und dann fängt irgendwann nach Jahren dann auch die Sucht an. Und dann hat man natürlich das Problem. Und bis man das Problem erkennt, ist es meistens schon zu spät. Was ist die Lösung? Man muss mit Aufklärung die Kinder wachsamer machen. Man muss mit Aufklärung gegen diesen regelmäßigen Konsum arbeiten und die Kinder zu einem unregelmäßigen Konsum hinführen und ihnen zeigen, dass ab und zu Alkohol mehr Spaß macht als regelmäßiger Konsum. Mein Name ist Afawi und ich stehe für Alkohol genießen lernen.